Faschist für immer, für immer. Alerta, Alerta, Antifaschisten. Alerta, Alerta. Liebe Freundinnen und Freunde, ich grüße euch im Namen der Roten Hilfe Ortsgruppe Berlin. Wir sind eine Solidaritätsorganisation, die politisch Verfolgte aus dem linken Spektrum unterstützt. Das heißt, unsere Solidarität gilt auch der kurdischen Bewegung. Gegen Kurdinnen und Kurden wird vom türkischen Staat mit deutschen Waffen ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg geführt. Zugleich üben sowohl die Türkei als auch Deutschland massive Repressionen aus gegen Kurdinnen und Kurden, die sich für ihre Rechte einsetzen. So werden hier in Deutschland lebende, zum Teil vor der türkischen Repression geflohene Kurdinnen und Kurden regelmäßig angeklagt mit dem Vorwurf der Unterstützung oder Bildung der kriminellen Vereinigung im Ausland. Dabei werden ihnen tatsächlich keine bestimmten in Deutschland strafbaren Handlungen vorgeworfen. Diese Anklagen sind ein Skandal. Durch die Schaffung der Paragraphen 129 fortfolgenden im Strafgesetzbuch ist dies überhaupt erst möglich. Sie stellen systematisch einen Fremdkörper im deutschen Strafrecht dar und stehen im Widerspruch zu den bedeutenden Prinzipien des Strafrechts und der Demokratie. Dennoch werden durch die Paragraphen 129 an sich straflose Handlungen wie das Verteilen von Flyern, das Organisieren von Bussen zu einer Demonstration oder allein der politische Zusammenschluss kriminalisiert. Es handelt sich um Gesinnungsjustiz. Es wird eine Vorfeldstrafbarkeit konstruiert, die es in Deutschland an sich nicht gibt. Den Anklagen zugrunde liegt die Einstufung der PKK als Terrororganisation. Mit terroristischer Vereinigung sind in diesem Fall diejenigen gemeint, die sich für die Rechte der unterdrückten Kurdinnen und Kurden einsetzen. Diejenigen, die in Nordsyrien an der Seite der USA und mit großer Anerkennung der EU gegen den IS kämpfen und so die Zivilbevölkerung schützen. Diejenigen, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen und zu ihrem Schutz in Nordsyrien das Frauendorf Jinba errichteten. Diejenigen, auf die derzeit durch die Türkei ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg geführt wird. Die PKK ist jedoch keine Terrororganisation. Das hat selbst der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Urteil vom 17. November 2018 festgestellt. Das Gericht führt in seiner Urteilsbegründung aus, dass die Auflistung in der Terrorliste von der EU in juristischer Hinsicht nicht ausreichend belegt sei. Dies wird jedoch von der Bundesrepublik einfach ignoriert. Eine Verfolgung gemäß § 129b ist nur möglich, wenn die Bundesregierung eine Verfolgungsermächtigung erteilt. Die Bundesregierung erteilt diese regelmäßig, obwohl sie selbst die Völkerrechtswidrigkeit des türkischen Angriffskrieges benennt und die rechtswidrigen Entlassungen und auch Festnahmen von tausenden Anwältinnen, Beamtinnen, Richterinnen, Journalistinnen, Professorinnen und Lehrerinnen sehr gut bekannt sind. So begann erst letzte Woche der Prozess gegen Yildiz. Yildiz wird gemäß § 129b, genau diesen Paragraphen, angeklagt, weil sie sich für die Rechte von Kurdinnen und Kurden und insbesondere für die Situation der Frauen in Nordkurdistan engagierte. Die Anklage ist mal wieder ein Armutszeugnis für die deutsche Justiz. Wir fordern die Rücknahme der Verfolgungsermächtigung gegen Yildiz, das Ende der systematischen Verfolgung unterdrückter Kurdinnen und Kurden, weg mit dem PKK-Verbot, weg mit dem § 129 StGB. Cool, dass ihr heute dafür demonstriert.